Hallo und guten Morgen, ich bin's, Doc Stanroad, und ich bin hier auf dem Create Live 5 Doc Editions Server und hinter mir ist mein Frittenfettautomat und der ist Teil meiner Frittenfrikandelfabrik, die Triple F. Und deswegen, ja, ist heute eine Menge los hier. Ich baue hier meine Frittenfrikandel-Frittieranlage. Das passiert heute. Außerdem brauche ich noch eine Außenterrasse. Da hinter mir, unter dem Baum sieht man es, da ist so eine freie Fläche. Und das wird dann die letzte reguläre Folge sein. Danach kommt noch einmal das Vorstellen aller Inseln. Also, wenn ihr eure Insel noch in schön sehen wollt, letzte Gelegenheit, das hier schön zu machen. Aber auch der Server wird noch ein bisschen online bleiben. Also macht mit, und wie ihr noch mitmachen könnt, das seht ihr nach dem Intro und den Rest auch. Wie schön. Willkommen bei Create Live 5 in der Doc-Edition. Um mitzumachen, müsst ihr auf meinen Discord. Der Link ist in der Videobeschreibung. Dort bestätigt ihr die Regeln für den Create Live 5 Server und könnt euch dann in die Whitelist Wunschliste eintragen. Sobald wir euch eingetragen haben, senden wir einen Daumen und ihr könnt auf den Server joinen. Die IP-Adresse findet ihr im entsprechenden Discord-Chat. Ich freue mich auf eure Beiträge. So, und ich habe schon Bauplan in der Hand. Kanone ist auch schon da. Ich habe das Ganze nämlich schon vorbereitet. Ich habe da mal was vorbereitet. Und wenn ich das jetzt hier reinlege, kann ich nämlich meine Frittenfrikandelfabrik auswählen. Sowohl. Und dann ist er gleich fertig. Bitteschön. Ja, so gefällt mir das, glaube ich, ganz gut. Wenn ich hier gucke, dann kann ich einfach diesen Anschluss eins nach oben verlegen und ja, komme hier super an den Tank ran. Also nicht schlecht. So haben wir das gerne. Achso, Bauplan wäre nicht schlecht, ne? So. So, gut. Ein Klemmbrett kann ich wegtun. Das hier ist mein Klemmbrett. Dann wollen wir mal gucken. So, da sieht man die Materialien. Es ist eine ganze Menge. Ich arbeite jetzt mal daran, dass wir das alles haben. Und dann gucken wir mal, dass wir das hingeschossen kriegen. Und hier ist das fertige Teil. Ich habe es noch ein klein bisschen angepasst und umgebaut. Ja, und alles, was ich machen müsste, ist jetzt an dieser Stelle Hühner einfügen, mit Hilfe von Eiern da reinzuwerfen. Genau, und dann sollte das Ganze funktionieren. Ich habe einen kleinen Mechanismus hier noch eingebaut von vorher, und zwar hier einen Komposter, der die Stärke 8 hier in diesen Komparator reinleitet. Der misst, wie viel hier drin ist, und wenn zu viel drin ist, weil wesentlich mehr erfahrungsgemäß Eier produziert werden als Hühner. Also wenn zu viel drin ist, dann werden hier Eier ausgeworfen, und zwar ein ganzer Stack. Dazu, ja, reagiert hier der Beobachter, der wirft hier den Block aus, und über diesen Link können wir das hier regeln. Man hätte es kleiner bauen können, wenn wir die Copperlampe hätten. Der Flipflop war hier auf der Enge des Raums nicht brauchbar. Außerdem wollte ich gerne, dass der Platz hier frei bleibt, dass man entweder hier, wenn man möchte, ein Lava hinbauen kann, dass es gleich direkt vernichtet wird, oder dass es ins Void fallen kann. Aber wie gesagt, wir probieren es mal aus. Ich versuche mal ein bisschen wegzugehen, dass man wenigstens ein bisschen was sieht. So, und genau, man hat es ein bisschen gesehen. Ne? Ein Stack Eier wurde rausgeschmissen ins Void, und so bleibt immer ein Platz frei, damit hier auch von den Hühnern das Dings da drin bleiben kann. Wie heißt das Zeug? Das rohe Chicken, genau.
Federn werden ja sowieso weitergeleitet hier in den Kessel und dann hier direkt ausgespien, auch ins Void. So, das ist automatisch. Eier und Hühnerfleisch sind sozusagen dann gratis. Dann muss man hier oben noch einfügen, in welche Richtung die Sache geht. Außerdem, wenn ich jetzt hier anfange, das einbaue, muss ich einmal diesen Hebel hier nochmal umlegen, damit sich das in die richtige Richtung dreht und damit die Schienen unter Strom sind. Ey, und man muss hier den Wagen einmal anschubsen oder im Zweifelsfalle nochmal anbauen, so, damit er sich hin und her bewegt. Jetzt haben wir hier so einen Zugang und da kommen jetzt alle Zutaten rein. Kartoffeln können über diese Kiste hineinkommen. Es kann hineinkommen Weizen. Die brauchen wir hier und an dieser Stelle Weizenkörner und noch Zuckerrohr. Heißt das Zeug, genau. Und der Rest wird dann automatisch gemacht. Also nur diese Sachen muss man noch einfügen und einen Schlauch hier zu einem Tank mit Frying Oil, mit Frittenfett. Genau, und das Gerät, das ist ja da hinten. Gut, und jetzt probieren wir es einmal aus. Ich füge hier mal das Fass ein und tu mal so, als hätte ich das hier irgendwie hingeleitet. Man kann das von unten mit einem Schacht machen, wo dann ein Propeller dran ist, ein Lüfter. Oder man kann es von oben einfügen, wie ihr das wollt. So, und jetzt gucken wir, kommt das rein und unser Roboterarm verteilt die Sachen hier gleichmäßig. Und wir haben hier schon das erste Weizen. Es ist halt immer ein bisschen unwahrscheinlicher, dass hier ein Weizen in diesen Trichter reingeht. In den kommen immer mehr grundsätzlich, weil es in der Mitte ist. So, jetzt verteile hier mal ein bisschen ordentlich. Man hat schon drei Weizen hier. Vielleicht muss man ihm am Anfang ein bisschen Starthilfe geben, indem man ihm hier einmal einen Weizen reingibt und da mal einen Weizen reingibt. So. Dann wird das alles ein bisschen einfacher und der Rest soll sich dann mit der Zeit geben. Genau, ja, hier ist es sehr weizenlastig. Ich glaube, wir können mal gucken, dass wir hier ein bisschen was wegmachen, dass von den anderen Sachen auch was kommt. So, und dann können wir sehen, jetzt hier gleich, wie die anderen Sachen jetzt loslaufen. Da genau, da kommen die Zuckerrohre und die werden in der Presse direkt 1:1 zu Papier gepresst. Gleich sehen wir es. Und bam, und gleich hier runtergeleitet und jetzt ist das erste Papier schon in der Hand. Und sobald hier in der Kiste ein paar Kartoffeln sind, wir können da auch einmal nachhelfen, wird dann da weitergemacht. Außerdem brauchen wir noch ein paar Körner. Genau, die können wir schon mal hier einfügen, damit die Hühner weitergepaart werden. Und dann durch Entity Cramming entsteht dann ein totes Huhn. Und das Ganze rutscht dann in unsere Maschine, in unser Becken. Und dann sollte es loslegen und uns Frikandeln herstellen. Wir warten mal ein bisschen ab. So, ich habe mir gerade entschieden, dass wir nicht warten. Das braucht ein bisschen, bis es anläuft, bis genügend Hühnchen da sind, bis das alles sich eingespielt hat. Dann wird immer regelmäßig Fleisch nachproduziert. Wir machen es jetzt einmal hier, dass ich hier mal ein paar, ja, rohe Hühnchen einmal reinmache. So, und das kommt jetzt hier rein. Und jetzt wird das hier verarbeitet zu Frikandel. Genau, man sieht es, wie rotiert hier. Und in unserer, genau, in unserem Mechanical Fryer kommen die Frikandeln an. Auch hier sind schon Raw Fries angekommen. Und das Ganze muss noch frittiert werden. So, wir haben jetzt Brot, wir haben jetzt Papier, Raw Fries und ja, rohe Frikandeln. Und jetzt gibt es noch eine Sache, die wir einfügen müssen. Hier können wir nämlich Knöpfe einfügen, das reicht. Die Knöpfe reichen nämlich hier super aus, ein paar Sekunden, um ja hier
das Feuer kurz anzuheizen. Hier ist es leer. So, und jetzt drücke ich mal drauf. Und jetzt wird das Feuer angeheizt. Einmal da und einmal auf der anderen Seite. Und dann können wir hier den Vorgang sehen. Gleich kommt, genau, die Fries kommen, werden eingetütet. Und die Frikandeln, genau, die werden jetzt hier in das Brötchen gestanzt. Genau, währenddessen wird das Brot nachproduziert. Wunderbar, das läuft fantastisch. Sieht sehr schön aus. Das war mir wichtig, dass ich so ein Display hier habe zum Zugucken, wie man dem Apparillo dann beim Frittieren und Fertigmachen zuschauen kann. So, jetzt ist er fertig. Feuer ist aus. Hier haben wir 8 Fries und 8 Frikandel Sandwich. So, genau. Und das reicht ja aus, um mal schnell was zu versorgen. Genau. Und während man dann nichts braucht, dann kann die Hühnchenbande hier sozusagen weiter daran arbeiten, hier geschlachtet zu werden, sozusagen. Ja. So, und da ist sie, die Frittenfrikandelfabrik. Und ich fliege einmal drum herum. Ich habe hier sogar vom Bahnhof eine kleine Abzweigung gebaut, damit man hier hochgehen kann. Dann kann man nämlich, Achtung, Bahn, dann kann man nämlich hier zu diesem Turm hoch und hier hochklettern und hat eine schöne Aussichtsplattform und kann hier auch auf die Frittenfrikandelfabrik auch runterstarren. Und hier sehen wir zum Nachbarn rüber, können die Bahn einlaufen und wieder rausfahren sehen. Genau. Es ist wunderschön. Aber wir wollen doch einmal reingehen in das gute Objekt und uns anschauen, wie es drinnen aussieht. So, da ist es. Ihr habt es ja schon gesehen. Ich muss es nicht extra erklären. Und hier ist unser Frittenölautomat. So, jetzt müssen wir nur noch gucken, dass wir hier die Sandwiches und die Fritten, dass wir die irgendwie auch zum Platz bekommen. Ich zeige euch mal den Platz, den ich da schon mal ein bisschen vorbereitet habe. So, da. Da soll die Außenterrasse sein. Und jetzt habe ich mir überlegt, okay, das ist sehr, sehr schön. Man kann sich hier hinsetzen, kann auf die Kirschblüteninsel hinüberschauen, kann auf ganz viele Sachen blicken, den Ausblick ins Nichts genießen. Und hier soll dann so eine Art Automat sein, wo ich dann die Esswaren ziehe. Jo, genau, das würde ich sagen, baue ich jetzt. Und fertig ist unsere Frittenbestellbude. Jetzt ist hier der Zugang gelegt und hier kann ich einfach hingehen. Hier kann ich einen Sneak Peek in die Technik machen. Und kleines Geheimversteck, hier habe ich ein paar Goldbarren versteckt. Denn bezahlt wird hier bei mir mit Gold. Ich lege das oder werfe das eine Gold hier aufs Depot. Ich werfe es einmal. So, und jetzt wird das Gold und nur Gold weggeschmissen und es kommen Pommes und Frikandel raus. Und jetzt kann ich mich hier auf die Außenterrasse setzen und kann genießen. Lecker Frikandel, lecker Pommes. Ja, das Papier, das bleibt übrig, das Dirty Paper, das finde ich ziemlich cool. Und der Blick hinüber zur Kirschblüteninsel zeigt, dass auch hier was passiert ist. Hier hat nämlich Ricky 13 den Zug fertig gebaut in Zwischenzeit. Der kommt gleich, aber hier gibt es auch ein Fantasieland oder ein Freizeitparkland, wo es hier zum Beispiel einen Sprungturm gibt, dessen Aufstieg nun elendig lang dauert und wo man dann in das Wasser hier 1 Meter tief reintauchen kann. Wenn das nicht abenteuerlich ist, dann weiß ich es auch nicht. Da kommt der Panoramazug. Und da hinten müsste dann auch schon der Kirschblütenzug einkommen. Ja, der, genau, der Kirschblütenexpress. Da kommt er mit seinem freundlichen Zugführer. So, jetzt haben wir 3 Züge und die Insel ist für mich jetzt fertig und abgeschlossen. Und das Ganze können wir noch mal ein bisschen
präsentieren in einem Replay, in einem, ja, Replay nicht, sondern einer Poral-Panoramafahrt hier in einer Cinematic. Während der Abend hier mit diesem Sonnenuntergang hier schön endet, sage ich Dankeschön für dieses tolle Projekt. Man sieht es hier im Hintergrund, es hat mir viel Spaß gemacht und ich bin ein bisschen stolz auf meine Insel. Danke an Niceboy, der hier mein Nachbar ist, der auch richtig was abgeliefert hat hier und der hier in der Organisation ordentlich mitgeholfen haben. Danke auch an alle anderen, die sich hier ja in der Organisation engagiert haben, aber auch an alle Mitspieler, an alle Zuschauer, die dieses Projekt genauso mitgetragen haben wie ich. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Projekt in den Sommerferien. Bauen wir in Vanilla Minecraft eine Ferieninsel, jawohl, wo wir Spaß haben können. Und jeder kann sich so einbringen, wie er will. Es gibt dazu nochmal ein extra Video. Wer jetzt diese Map hier runterladen will, kann es tun. Der Link ist in der Videobeschreibung fürs Download dieser Insel. Der Server ist aber auch noch offen. Ihr könnt noch weitermachen. Denn zum Jahresende werde ich hier noch alle Inseln einmal zeigen und vorstellen. Das muss natürlich sein, aber bis dahin ist noch weit hin. Also, macht's gut, bis bald, seid beim nächsten Projekt dabei und vor allen Dingen tut nichts, was ich nicht auch tun würde.